Hallo, liebe Wagen, herzlich willkommen zu eurem allgemeinen Reading über den Juni 2023. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr erfreut euch bester Gesundheit. Liebe Wagen, in der Infobox unter diesem Video findet ihr nach wie vor so ziemlich alles, was rund um meinen Kanal und rund um meine Readings euch interessieren könnte. Ich habe dort die Karten hinterlegt, die ich in meinen Readings verwende, ebenso Social Media Links von mir, sowie auch Info- und Special-Videos findet ihr dort unten. Ihr findet weiterhin euer Jahresreading für das aktuelle Jahr dort und auch das weiterführende Reading über diese Legung hier. Könnt ihr euch dort im Resonanz- und im Interessensfall natürlich gerne ansehen. Müsst ihr nach wie vor nicht. Und ansonsten starten wir mit eurem Reading. Liebes Schicksal, bitte gib mir Einsicht in den Juni 2023 meiner Waagen. Der Stamm. Der Stamm ist eure Hauptenergie für diese Zeitspanne und beim Stamm geht es häufig um das Gefühl der Zugehörigkeit, vielleicht auch um die existente Zugehörigkeit. Zu wem gehört ihr? Wem schwört ihr die Treue? Wem seid ihr loyal gegenüber? Es geht hier womöglich auch um eure Wurzeln. Das kann natürlich sehr weit reichen für den einen oder anderen von euch. Für manche geht es hier um die Ahnen, für manche geht es hier von euch um die Veranlagung möglicherweise. Für andere wiederum ist die Familie oder die Verwandtschaft darin dargestellt. Also das hat noch ein sehr breit gefächertes Spektrum hier, diese Hauptenergie, zuteil. Ich kann mir hier noch sehr, sehr vieles vorstellen, um was es hier gehen könnte. Auch hier, man sieht es mit den beiden Giraffen hier, wahrscheinlich Mutter oder Vater und hier das Kind. Das wird hier bemuttert oder es wird hier umsorgt. Es wird für dieses Kind hier gesorgt. Es kann sich also auch um Fürsorge drehen und handeln. Bin ich sehr gespannt, was mir die Karten darüber gleich im Detail verraten können. Die Zahl 8 könnte auf jeden Fall eine Zahl von größerer Bedeutung für euch sein. Liebe Wagen, das könnte natürlich eine Glückszahl von euch sein. Das könnte eine Zahl sein, mit der ihr etwas ganz Bestimmtes verbindet. Das wisst ihr natürlich selbst besser als ich. Der Stamm ist auf jeden Fall eure Hauptenergie. Liebes Schicksal, bitte gib mir weitere Einsicht in den Juni 2023 meiner Waagen. Die 9 der Stäbe. Da haben wir schon eine Vergangenheitskarte, die jetzt dann wiederum auf die Veranlagung hinweisen könnte. Wie auch gerade schon beispielhaft formuliert, könnte es sich hier um ein Ereignis drehen und handeln, was in eurer Vergangenheit bereits passiert ist. Grunddeutung 9 der Stäbe ist, dass es hier einen Zustand gab, der euch verletzt haben könnte, der euch schwer zugetragen haben könnte. Das ist teilweise sogar eine Traumakarte. Jedenfalls spricht sie von Verletzungen, die ihren Ursprung in der Vergangenheit haben. Man ist bei den 9 der Stäben gewillt, dass ein derartiger Zustand sich nicht mehr wiederholt in Zukunft. Man ist gewahr, könnte man sagen. Möchte ich natürlich noch mehr herausfinden. Hier geht es weiter. Das ist der Gehängte. Der Gehängte kann für eine Stagnation stehen, für ein Festsitzen oder für ein Festhängen, ein Nicht-Weiterkommen kann hier dargestellt sein. Vor allem im Trigger mit den 9 der Stäben wäre es gut und gerne möglich, dass viele von euch tatsächlich so eine Art Trauma, man könnte auch sagen von einem bleibenden Schock, oder von so etwas wie bleibenden Schäden kann hier die Sprache sein. Der Gehängte hat aber auch noch weitere Deutungsvarianten. Beispielsweise wäre das das Umdenken, der Meinungswechsel, die Sichtweise ändern, der Perspektivenwechsel kann man auch dazu sagen, dass viele von euch etwas nun anders sehen, als sie es vorher angesehen haben. Dass man hier ja, vielleicht wirklich sogar anders über eine ganz bestimmte Angelegenheit denkt als noch zuvor. Auch den möchte ich mir natürlich noch genauer ansehen. Wie geht es weiter? Die 9 der Kelche. In der Mitte des Readings oben ist die 9 der Kelche eine recht überstrahlende Energie über dieses gesamte Reading. Die 9 der Kelche ist grundpositiv zu deuten. Sie steht für die Wunscherfüllung, sie steht für die Fülle an Gefühlen, die Erfüllung von Bedürfnissen, auch die Zufriedenheit oder sogar eine Glückssträhne kann darin dargestellt sein. Es geht hier also um euer Wohl, kurz gesagt. Es geht um das Erreichen von Zielen, es geht um das Realisieren von Träumen, es geht um einen Zustand, den viele von euch natürlich
logischerweise erreichen wollen. Ich meine, jeder Mensch will erreichen, dass es einem gut geht, um es mal ganz konkret zu sagen. Und es geht hier um das Wie und es geht um das Wodurch und es geht um dieses, wie stelle ich das an, dass ich mich glücklich fühlen kann, dass ich zufrieden sein kann, dass ich das, was ich haben will, auch tatsächlich mir entweder erarbeite oder das bekomme, um das Wohlbefinden. Geht es hier potenziell vorrangig? Auch das ist natürlich noch recht allgemein formuliert. Möchte ich natürlich noch mehr Einsichten gewährleisten bekommen. Wie geht es weiter? Das ist die 8 der Schwerter. Die 8 der Schwerter ist der ganz klassische Zerdenkermodus, der Gedankenkreis, das Gedankengefängnis, sage ich auch da gerne dazu. Es ist eine typische Luftenergie, weil häufig Luftzeichen, und ihr seid natürlich ein Luftzeichen, liebe Wagen, die sich häufiger mal in Gedanken verstricken. Zerdenken ist wahrscheinlich für viele von euch kein Fremdwort. Viele von euch machen das auch tatsächlich absichtlich. Man kann es dann auch anders formulieren und sagen, man denkt intensiv über einen ganz bestimmten Zustand oder Umstand nach in der Hoffnung, dass man bei seinen Gedankengängen auf die ein oder andere Lösung oder Erkenntnis stoßen könnte. Gerade Luftzeichen, gerade Kopfmenschen, viele von euch dürften auch Kopfmenschen sein, liebe Wagen. Ich bin selbst einer und ich bin auch Waage. Mit den 8 der Schwertern gelingt es häufig, Kopfmenschen tatsächlich auch solche Lösungen zu finden. Eher Herzmenschen, manchmal auch teils Menschen, die verrennen sich meistens eher in derartigen Gedankenirrgärten. Über den Zustand, über den ihr hier potenziell nachdenkt, liebe Wagen, ist eine Stagnation. Potenziell wäre es aber auch dieser Meinungs- oder Perspektivenwechsel, der dann hier in diesen Gedankengängen im vollen Gange ist. So kann man es auch umschreiben, dass man hier wirklich von der einen Angelegenheit oder von der einen Sache überzeugt war. Und mit einer derartigen Überzeugung ist man sozusagen Tag für Tag durchs Leben gegangen. Und jetzt sind ganz bestimmte Dinge passiert, möglicherweise, die einem schon von dieser Überzeugung abbringen könnten. Das ist also nicht das Lieblingsessen, das ihr mal früher hattet und jetzt ist es was anderes, sondern das ist schon etwas Gravierendes, etwas Tiefgehenderes, etwas Bedeutsameres als das. Natürlich ist das jetzt nur beispielhaft und möchte ich auch noch mehr Kartenklärung, Spiegelung brauche ich dann noch, um da konkreter zu werden. Wie geht es weiter? Die 3 der Kelche. Die 3 der Kelche ist in den allermeisten aller Fällen entweder eine Dreierkonstellation oder eine Wiedervereinigung. Es könnte hier einen Anlass zur Freude geben, es könnte einen Feieranlass geben. Es wäre dann möglich, dass hier so eine Art Grillfest ansteht, ein Stadtfest ansteht, ein Geburtstag ansteht, etwas derartiges. Das ist dann aber natürlich etwas Spezielles. Mit den 3 der Kelchen, und ich sehe hier noch keinen Bezugsmenschen, ich sehe hier noch keine klassische zwischenmenschliche Legung, dann würde ich mir hier eher eine Wiedervereinigung vorstellen können, die erreicht werden soll. Das wäre dann gleichbedeutend mit dem Ziel, dem Wunsch, dem Traum. Aber da ich hier auch die Spiegelung auf die 9 der Stäbe habe und die eben mit einem traumatischen Erlebnis, mit einem Schock Zustand zu tun haben könnte, mit einem Ereignis in der Vergangenheit, welches verletzender Natur war, meine ich doch hier eher schon die Dreierkonstellation für einige von euch entdecken zu können. Im zwischenmenschlichen Sinne wäre es dann ganz klassisch anhand eines Beispiels formuliert so, dass ihr und ein ganz bestimmter Mensch zu einem gegebenen Zeitpunkt zusammen wart und sich zwischen euch beiden eine dritte Person gedrängt hat. Ich habe hier hinten die 10 der Schwerter im Outcome. Das ist eine vorwiegend negative, vor allem gedankenbelastende Energie. Hier fühlt man sich am Boden, hier fühlt man sich hintergangen, hier fühlt man sich betrogen möglicherweise. Es können auch zermarternde Gedanken sein. Die können mit Reue im Zusammenhang liegen, die können mit Frustration im Zusammenhang liegen. Auf jeden Fall hat man hier eher so eine Art, ich möchte nicht von einer Depression reden, weil da bräuchte ich noch ganz andere Karten, die mir dann auf dieses Kaliber sozusagen, die mich dann da hinweisen würden. Zum Beispiel 5 Kelche, zum Beispiel Teufel, zum Beispiel 9 Schwerter, das wären solche Signalkarten. Aber die 10 der Schwerter ist dennoch nicht unbedingt die beste mentale Energie, in der man sich befinden möchte. Ängste, Zweifel, Sorgen, Missmut, Misstrauen, all das sind Begriffe, die hier in Zukunft eine Rolle spielen werden
oder können, je nachdem, in welcher Zeitspanne ihr euch hier befindet. Ich möchte natürlich auch dazu noch mehr herausfinden, aller spätestens im weiterführenden Reading, vielleicht auch anhand der weiteren Outcome-Karten. Eine Klärung zu den Neun der Stäben. Die Sechs der Kelche. Die Sechs der Kelche ist ebenso eine ganz klassische Vergangenheitskarte, wie es auch die Neun der Stäbe ist. Es liegt jetzt hier tatsächlich auf der Hand, dass der Ursprung dieser Energien, der Ursprung dieses Readings in der Vergangenheit liegt. Das heißt, es ist vor geraumer Zeit. Das kann letzte Woche sein, das kann vor 2 Monaten gewesen sein, das kann vor 10 Jahren gewesen sein. Das ist völlig unterschiedlich in einem allgemeinen Reading auf die persönliche Situation zu interpretieren. Auf jeden Fall ist da was passiert, was noch heute und was auch auf dieses Reading Auswirkungen bei euch hat, liebe Wagen. Es sieht hier mit den 6 Kelchen danach aus, dass es hier eine sehr schöne, eine harmonische, eine erfüllende Zeit zwischen wahrscheinlich euch und einem ganz gewissen Menschen gab zu einem gegebenen Zeitpunkt und dass diese schöne Zeit mit der Klärung auf die 9 der Stäbe womöglich durch einen dritten Menschen dann ein jähes Ende gefunden hat. Wahrscheinlich seid dann eher ihr diejenigen, die dann einstmal nicht mehr so viel wert waren, wie beispielsweise ein anderer Mensch, wie beispielsweise auch, dass jemand fremdgegangen sein könnte, dass euch jemand untergeordnet hat, dass euch jemand nebensächlich behandelt hat, dass jemand anderes bevorzugt hat. Ich kann euch da so viel nennen, aber natürlich ist das auf die persönliche Situation zu beziehen. Ich denke aber, dass der Ursprung oder der damalige Umstand natürlich jeden von euch im Resonanzfall geläufig ist und bis heute auch noch Auswirkungen hat. Eine Klärung zum Gehängten. Der Ritter der Kelche. Der Ritter der Kelche, eine Hofkarte im Wasserzeichen. Für gewöhnlich seid ihr in den Hofkarten im Luftzeichen dargestellt, liebe Wagen. Ich glaube auch eher, dass hier ein ganz bestimmter Bezugsmensch von euch dargestellt sein könnte. Womöglich jener, mit dem ihr in der Vergangenheit schon in gewisser Weise involviert war. Der Mensch, mit dem ihr früher mal sehr viel besser konntet, bis dann etwas ganz Bestimmtes passiert ist, im negativen Sinne gemeint. Dieser Ritter der Kelche, charakteristisch gedeutet, ist teilweise relativ eindeutig eigentlich, denn das ist meistens ein Mensch, der Gefühle übermitteln möchte, übertragen möchte, preisgeben möchte, jemanden mitteilen will. Und oftmals hat dieser Ritter der Kelche eine Entschuldigung im Petto, die er jemanden sozusagen mitteilen will. Es könnte also sehr, sehr gut sein, dass sich hier jemand entscheidet, sich entschuldigen, vielleicht auch erklären oder rechtfertigen zu wollen, bezugnehmend auf etwas, was wir hier im Rücken sehen und in der Konjunktion sehen, was schon mal passiert ist. Wenn das der Fall ist, passiert das erst nach einer sehr langen Zeit. Und dieser Begriff sehr lange Zeit ist natürlich ein dehnbarer Begriff und kommt ganz darauf an, wie lange das schon her ist bei euch. Dieser Ritter der Kelche ist dann entweder eure Energie oder die eures Gegenübers, je nachdem, wer hier einen Grund hat, sich zu entschuldigen, Bezug nehmen auf etwas, was passiert ist. Mehr und mehr komme ich hier bei der Hauptenergie mit dem Stamm zu einer zwischenmenschlichen Situation, wie zwei Menschen im Prinzip zugehörig sind zueinander, auf jeden Fall in einer gewissen Relation zueinander stehen. Und potenziell gibt es hier auch Erinnerungen, potenziell gibt es hier auch ja eine Art Basis, eine Art Fundament, an dem ihr beide in der Vergangenheit schon gearbeitet habt und dieses Fundament entweder verlassen wurde, vielleicht sogar zerstört wurde. Der Stamm, der Ursprung, die Wurzeln, man könnte auch von einer Art Ausgangsposition reden, die es damals schon gab, heute nicht mehr gibt. Ritterkelche auf den Gehängten. Es könnte sein, dass dieser Mensch seine Perspektive eingenommen hat, seine Meinung geändert hat. Könnte sein, dass jemand sich erstmal keiner Schuld bewusst war und jetzt so langsam aber sicher darauf kommt, dass er oder sie sehr wohl Schuld an etwas ganz Bestimmten trägt. Das wäre eine Möglichkeit, das Trödeln, das Zögern. Das wäre natürlich die andere Deutungsvariante, so oder so, auf einen von euch beiden potenziell zurückzuführen. Eine Klärung zu den Neun der Kelche. Der Stern. Oha, wir haben eine doppelte Wunscherfüllung hier.
Es gibt gerade mal drei Karten im Tarot, die auf eine Wunscherfüllung hindeuten würden. Und das sind tatsächlich hier die 9 Kelche, es ist der Stern und es wären die 10 Kelche. Es ist hier sehr deutlich auf der Hand liegend, beziehungsweise in der Mitte des Tisches liegend, dass hier in einer bestimmten Form und Weise jemandem ein Wunsch gewährt wird. Jemand seine Bedürfnisse erfüllt bekommt, beziehungsweise man kann es jetzt so oder so formulieren, das bekommt, was er oder sie verdient, oder das bekommt, was er oder sie sich erhofft. Der Stern, Wunscherfüllung, es ist auch weiterhin eine von drei Heilungskarten im Tarot. Und Heilung ist natürlich, wenn man diese Karte, diese erste Karte sich anschaut, hier durchaus etwas, was erstrebenswert ist. In dem Sinne könnte natürlich eine Entschuldigung, eine Rechtfertigung oder Erklärung seitens eines ganz gewissen Menschen in einer gewissen Form und Weise eine heilsame Wirkung haben, vielleicht auch erfüllen sollen, lediglich. Das ist natürlich dann in eurem Auge zu betrachten, ob ihr ja auf eine Entschuldigung eingeht, ob ihr diese annimmt oder ob sie euch ja im Prinzip völlig egal ist. Das könnt natürlich ihr selbst entscheiden. Man sieht aber hier einen derartigen Aspekt in der Mitte des Readings schon sehr deutlich. Eine Klärung zu den 8 der Schwerter. Die 4 der Münzen. Die 4 der Münzen ist relativ zwiespältig zu deuten. Zum einen könnte es sich hier um die Introvertiertheit drehen und handeln, um dieses für sich bleiben, bloß nichts nach außen hin zeigen. Also dieses Verschlossene oder Verhaltene kann hier drin dargestellt sein. Die 4 der Münzen wäre aber auch weiterhin ein Indiz für die Priorität, für die Priorisierung, für die Wertschätzung oder für die Gewichtung. Ich kann mir hier sehr, sehr gut einen Gedankengang von euch, liebe Wagen, vorstellen, wie er im Prinzip mit einem Loslass- oder Bewältigungsprozess zu tun haben kann. Muss ich wahrscheinlich genauer erklären. Die 8 der Schwerter ist der Gedankenkreis, das Zerdenken, der Zerdenkermodus. Wie denkt man über eine Angelegenheit? Und die Angelegenheit ist jetzt hier, wie gesagt, schon erklärt worden. Ich denke auch, das haben alle von euch verstanden. Die 4 der Münzen darauf bedeutet, dass es hier in Frage zu stellen ist, wie viel Bedeutung, wie viel Gewichtung, wie viel Priorität man dieser Angelegenheit zuschreiben möchte oder gewähren möchte. Das heißt im übertragenen Sinne, wie nahe wollt ihr euch das, was da passiert ist, ans Herz kommen lassen? Das ist hier die Priorität, das ist hier die Gewichtung. Die Verschlossenheit, die Introvertiertheit besagt, dass ihr euch diese Gedanken wahrscheinlich für euch alleine macht, für auf eure Situation natürlich abgestimmt, dass euch womöglich in eurer speziellen Situation auch nicht wirklich viele, vielleicht auch gar kein anderer Mensch verstehen und nachvollziehen könnte. Das würde nochmal für die Komplexität eurer Situation stehen. Spiegelung zu dem Ritter der Kelche. Auch das kann mit der Priorisierung zu tun haben. Dieser Mensch könnte sich natürlich auch bislang so ein bisschen gesträubt haben, bislang gedacht haben, ich bin mir keiner Schuld bewusst, alles ist gut, was damals passiert ist, ist halt passiert. Etwas derartiges, eine derartige Haltung könnte dieser Mensch bislang gehabt haben. Die Gewichtung und die Priorität könnte jetzt tatsächlich aber auch sich im Laufe der Zeit entwickelt haben, sodass diesem Menschen mehr und mehr wichtiger wird, Heilung in diese Sache zu bringen. Das ist das, was er hier anstrebt, dieser Ritter der Kelche. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Es ist jetzt jemandem mehr und mehr wichtiger geworden, klar Schiff zu machen, reinen Tisch zu machen, etwas aus der Welt zu schaffen, mit etwas abzuschließen, sich über etwas zu entschuldigen, etc. Das kann man natürlich so oder so sehen. Je nachdem ist es auf die persönliche Situation natürlich zu beziehen. Eine Klärung zu den 3 der Kelche. Die Mäßigkeit. Wir haben hier die nächste Heilungskarte. Also es geht hier schon in einer gewissen Form und Weise um die Heilung. Wir haben das Rad des Schicksals im Outcome. Das ist schon prägnant hier, was passiert. Das ist schon etwas Gravierendes, möchte ich jetzt fast schon sagen. Schon eines der intensiveren Readings hier in dieser Zeitspanne. Die Mäßigkeit. Heilungskarte sowie Kommunikationskarte, ebenso Zeitkarte. Die Mäßigkeit auf die 6 der Kelche in der Spiegelung bedeutet Harmonie, bedeutet Gleichgewicht, bedeutet Geben und Nehmen. Da herrschte ein Ausgleich zwischen euch beiden. Also zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit war die Angelegenheit zwischen euch beiden sehr erfüllend, sehr schön, sehr beruhigend, sehr heilsam, sehr wohltuend.
bis dann natürlich etwas ganz Bestimmtes passiert ist. Es geht jetzt nicht unbedingt primär um das, was da passiert ist. Mir reicht, um die Legung hier richtig deuten zu können, dass dann etwas gravierend Negatives passiert ist, was diesen Frieden gestört hat, was diese Harmonie beendet hat. Ne? Das reicht mir im Prinzip. Was genau da passiert ist, ist natürlich auf die persönliche Situation zu beziehen. Weiterhin Gesprächs- und Kommunikationskarte. Ich habe euch gerade schon gesagt, es wäre gut denkbar, dass es hier jemandem, euch oder eurem Gegenüber, immer wichtiger wird, dass man Frieden in diese Angelegenheit bringt. Auch hier ist der heilsame Aspekt angesprochen, dass man etwas reguliert, was im Prinzip überhaupt nicht reguliert ist, dass man etwas ins Lot bringt, ins rechte Maß rückt, sicherstellt, gerade biegt. Man kann da so viele Floskeln natürlich anwenden. Es ist aber und bleibt das Gleiche. Etwas, was man verschuldet hat, möchte man versuchen, wieder gut zu machen, wieder hinzukriegen. Und das scheint mir hier ein immer mehr und mehr an Wichtigkeit gewinnendes Anliegen von einem von euch beiden zu sein, nachdem man hier lange Zeit nicht in die Pötte gekommen ist. Insofern ist hier diese Dreierkonstellation auch in gewisser Weise eine Wiedervereinigung. Vorsicht bei dem Wort Wiedervereinigung. Das heißt nicht, dass ihr beide, wenn ihr schon mal zusammen wart, jetzt nach der Entschuldigung wieder zusammen seid. So einfach geht es in den meisten aller Fällen natürlich nicht. Eine Wiedervereinigung bedeutet in dem Sinne ein Wiederaufeinanderzukommen, ein Kontaktknüpfen, vielleicht ein erneutes Kontaktknüpfen, den Anschluss wiederfinden. Nicht mehr und nicht weniger ist hier mit einer Wiedervereinigung dargestellt, was natürlich mit Kommunikation zu tun haben kann, was natürlich mit Heilung zu tun haben kann. So ist das hier potenziell zu deuten. Wir haben hier das Rad des Schicksals im Outcome. Das Rad des Schicksals sind Schicksalswege, schicksalshafte Ereignisse, schicksalshafte Entwicklungen generell, wenn das Rad des Schicksals im Outcome ist, unabhängig von dem Sternzeichen, für das das Reading bestimmt ist, bedeutet es bergauf. Es bedeutet positive Entwicklungen. Es bedeutet, es geht wieder sozusagen schöner, weiter, besser, weiter, harmonischer, weiter, friedvoller, je nachdem, womit man gerade struggelt. Und viele von euch strugglen hier natürlich, haben auch etwas zu verarbeiten, wie auch schon gesagt. Das wird hier definitiv sich bessern. Eine Klärung zu den Sechs der Kelch. Die Neun der Münzen. Klassische Single-Karte, klassische Selbstwert-Karte. Da geht es potenziell darum, dass hier wirklich zwei Menschen einmal eine sehr viel intensivere, sehr viel schönere, sehr viel stärkere Verbindung miteinander erlebt haben, als es in der Gegenwart der Fall ist und als es dann ab einem gewissen Zeitpunkt der Fall war. Einer von euch beiden hat hier potenziell zu einem bestimmten Zeitpunkt auf eigene Faust gehandelt, so könnte man es ausdrücken, ob das jetzt ob das jetzt Fremdgehen ist, ob das jetzt Untreue ist, ob das vielleicht auch etwas ganz anderes ist auf einer Zweisamkeit, man könnte auch sagen aus einer Einheit, hat sich einer abgespaltet, ist einer mehr und mehr zum Einzelkämpfer oder zum Einzelgänger geworden. Das ist hier drin dargestellt, wer von euch beiden das ist, persönliche Situation und was genau passiert ist. Das kann ich natürlich in einem allgemeinen Reading auch nicht konkretisieren. Aber etwas derartiges ist damals vorgefallen. Man könnte es auch anders formulieren. Das käme jetzt ein bisschen auf die Karte und auf die Spiegelung drauf an, aber es ist dennoch ein mögliches Szenario. Einer von euch beiden hat zu einem bestimmten Zeitpunkt, ich sage jetzt mal, die Meinung gehabt. Möglicherweise hat man das auch gefühlt. Aber man dachte, vielleicht ist man da auch davon überzeugt gewesen, vielleicht ist man es auch immer noch, man hat etwas oder jemanden Besseres verdient. Das kann hier auch dargestellt sein. Ist natürlich auch wiederum nur ein Beispiel. Eine Klärung zum Ritter der Kelche. Der Tod. Veränderung und Transformation. Also was auch immer bislang nicht vorangegangen ist, scheint mir jetzt hier mehr und mehr voranzugehen, sich in Bewegung zu setzen. Tod auf Gehängten bedeutet, dass ein Festsitzen ein Ende hat, dass ein sich im Kreis drehen aufhört, dass eine Anbindung oder eine, man könnte auch sagen, Unfreiheit sich in eine Freiheit oder eben in eine Art Uneingeschränktheit verwandeln könnte. Für diesen Wandel, für diese Transformation, für diese Veränderung, Klärung auf den Ritter der Kelche, scheint mir einer von euch beiden
vorrangig und primär verantwortlich zu sein. Und das sehe ich hier eher natürlich mit der folgenden Heilungskarte, mit der folgenden Glückskarte etc. als eine positive Wendung, die das Ganze hier nimmt. Ob es das wieder gut macht, sei mal dahingestellt. Das sollte auch gar nicht der Primärgedanke sein. Es sollte der Primärgedanke sein, entweder sich selbst zu entlasten oder zu entschuldigen. Daher nämlich auch der Ausdruck logischerweise. Und natürlich wäre es schön, wenn man dann das Gegenüber, den man hier erreichen möchte, natürlich dann diesen Menschen, dass man diesen Menschen auch im Prinzip ein bisschen heilen könnte. Wäre natürlich dann der Idealfall. Aber es ist, wie gesagt, nicht immer der erste Gedanke. Es ist auch nicht immer das, was dann die logische Folge ist. Also das sei mal dahingestellt, ob es dann so kommt. Aber ich sehe hier, dass nachdem sich dieser Ritter der Kelche in Bewegung setzt, eine gute Zeit vergangen sein könnte und dass dieses in Bewegung sich setzen viele Konsequenzen, viele weitere Entwicklungen mit sich bringt. Eine Klärung zum Stern. Die Sieben der Kelche. Die Sieben der Kelche deutet auf Träume sind Schäume hin. Träume sind Schäume ist eine eher seltenere Deutungsvariante der Sieben der Kelche. Sie ist aber auf eine Glückskarte, Ziel, Wunsch und Traumkarte und auch ähnlich wie auf den Neun der Kelchen, worauf sie spiegelt, so zu deuten. Es gibt hier tatsächlich eine Möglichkeit, wie viele von euch oder von euren Gegenübern nicht mehr daran geglaubt haben, dass das da überhaupt noch jemals mal passieren wird. Wie ein Mensch, von dem man weiß, er oder sie ist sich keiner Schuld bewusst, dabei schreibt man ihm, ob jetzt, ich sage jetzt mal mit Recht oder mit Unrecht, die komplette Schuld an der Misere, was da passiert ist, zu. Man erwartet nicht, man glaubt nicht, man hofft vielleicht auch gar nicht mehr, dass dieser Mensch irgendwann mal ein Einsehen haben wird, geschweige denn sich rechtfertigt oder entschuldigt. Das mag man anfangs hoffen, denken, meinen, glauben, das kann so oder so sein, aber nach einem bestimmten Zeitpunkt, in dem genau nichts passiert, glaubt man das potenziell nicht mehr. Da glaubt man da nicht mehr dran, man priorisiert es und gewichtet es aber auch immer und immer weniger. Stichwort Loslassprozess, Stichwort Bewältigungsprozess, wie ich euch schon vorhin auch hoffentlich ausreichend erklärt habe. Hier sieht man, dass diese Träume sind Schäume, teilweise genau dann sich als ein Irrglaube herausstellen, wenn man schon nicht mehr glaubt an das Richtige. Das heißt, ein Traum, ein Wunsch, ein Ziel, ein Anliegen könnte hier schon fast als unmöglich abgestempelt worden sein, fast schon als utopisch oder als unmöglich deklariert worden sein. Und oftmals ist es so, dass es genau dann passiert, dass man genau dann aus allen Wolken fällt, dass genau dann das passiert, woran man schon gar nicht mehr geglaubt hat. Träume sind Schäume, Realisierungen, Glückssträhne etc. Ich denke, die Sparte hier habe ich euch verständlich erklären können. Eine Klärung zu den vier Münzen. Die Gerechtigkeit. Jetzt haben wir hier nochmals eine Karte, die mich sehr stark darauf hinschließen lässt, dass dieser Ritter der Kelche eher nicht eure Energie ist, weil das hier eure ganz klassische Tarotkarte ist, liebe Wagen. Die Gerechtigkeit, darin seid ihr dargestellt, die Gerechtigkeit auf die Acht der Schwerter in der Spiegelung besagt auch nochmal das, wovon ich vorhin schon ausgegangen bin, dass ihr hier euch diese Gedanken macht, dass ihr hier euch in Zerdenker-Modus begibt. Und zwar geht es dann um das Aufrollen, vielleicht auch um das Aufräumen. Ich würde auch generell sagen, das Kategorisieren dessen, was damals passiert ist. Das heißt, das gedankliche Abschluss finden. Ich hoffe, ihr wisst, wie das auf eure persönliche Situation zu beziehen ist. Man will einen Umstand, der einen anhaftet. Man will einen Umstand, der einen unfrei zu sein scheint, der einem nachhängt, könnte man tatsächlich auch sagen, den will man oftmals als Kopfmensch gedanklich hinter sich bringen. Dass es dann vom Herzen her oftmals nicht geht, da werde ich euch wahrscheinlich auch nichts Neues erzählen. Das ist leider sehr häufig so, vor allem wenn es sich um eine Herzensangelegenheit oder um einen Herzensmenschen dreht. Diesen Menschen wird man nie hundertprozentig vergessen können. Man kann aber dafür sorgen, innerhalb eines Loslass- oder Bewältigungsprozesses, wie ihr es hier typisch Kopfmensch versucht,
vielleicht sogar erfolgreich schafft mit der Gerechtigkeit hier unten, dass ihr das euch wirklich nicht mehr durch den Kopf gehen lassen möchtet, dass ihr mental Abstand davon nimmt. Das kann man mit einer Ansicht beispielsweise schaffen, indem man sagt, okay, das, was passiert ist, ist passiert, ich kann es nicht mehr ändern, ich kann bloß weitermachen. So plump, so direkt, möglicherweise auch so pragmatisch kann man es zwar daher sagen, aber dass man das dann auch so fühlt, so ansieht, ist wiederum eine ganz andere Sache. Ist ein schwerer Prozess, natürlich dauert das auch eine gute Zeit lang und auch das ist natürlich ein fließender Begriff, aber es scheint mir hier tatsächlich für euch erfolgreich gestaltet zu werden. Mit der Gerechtigkeit kann hier die Entscheidung getroffen werden. Ich priorisiere das nicht mehr, das ist nicht mehr das Wichtigste für mich. Ich brauche hier nicht unbedingt mehr eine Entscheidung. Bisher war mir eine Entscheidung absolut wichtig, dass mein Gegenüber irgendwann mal einsieht, er oder sie hat Schuld, er oder sie entschuldigt sich dafür, er oder sie hat ein Einsehen. Das könntet ihr sehr lange als eine Art Must-have angesehen haben. An einem bestimmten Zeitpunkt, meistens nach einer bestimmten Zeitspanne, ist einem das tatsächlich gar nicht mehr so wichtig. Derartiges kann hier drin dargestellt sein, muss nicht für jeden von euch dargestellt sein. So oder so. Entweder durch dieses Denken oder durch dieses Handeln dieses Menschen hier kommt gehörige Veränderung auf euch zu. Gehörige Veränderung sieht man nicht nur hier hinten im Rad des Schicksals schon drin, sondern auch hier mit dem Tod auf Gerechtigkeit in der Spiegelung. Veränderung für euch, ich würde fast sogar sagen, Veränderung zu euren Gunsten. Veränderung, die man eigentlich fast schon nicht mehr erwartet hätte, aufgrund der langen Zeit, aufgrund der Situation, in der ihr hier steckt. Interessantes Reading, deutliches Reading, muss ich auch sagen. Ich hoffe, ich kann es euch adäquat und verständlich erklären. Eine Klärung zur Mäßigkeit. Dir der Mond. Der Mond könnte hier für das Verborgene stehen, für das Unterschwellige, für das Unterbewusste oder Unbewusste. Wir haben den Ritter der Kelche im Outcome, den haben wir hier auch schon. Also mit diesem Menschen, der hier abgebildet ist, natürlich müsst ihr es nicht mit einem Wasserzeichen per se zu tun haben, aber mit einem Menschen, der recht emotional sein kann, der sehr gefühlsbetont sein kann, nicht immer sein muss, aber sein kann, hinter den Kulissen, weil Nachtkarte, es kann sein, dass dieser Mensch diese Gefühle, diese sensitive oder sensible Seite an ihm oder ihr häufig verbirgt. Mit einem derartigen Menschen, meine ich, haben es viele von euch zu tun oder hatten es in der Vergangenheit natürlich. Wir haben hier den Mond und der Mond ist so ein bisschen etwas Rätselhaftes, auch etwas, was einem Angst machen könnte, darüber nachzudenken. Das ist sehr speziell, aber es ist hier mit dem Mond auf die Mäßigkeit ein mögliches Indiz, dass man mit seinen Gedanken, sobald sie wieder in diese Energie hier abdriften, dass man sie versucht umzulenken. Auch das ist eine Art von Bewältigungsprozess. Da kann man von der Gedankenlenkung, vielleicht auch Ablenkung sprechen. Der Mond auf die 3 der Kelche. Ich glaube, dass dieser Umstand des, was damals passiert ist und dessen, was hier passieren könnte, nämlich die Wiedervereinigung, das wieder auf euch zukommen potenziell oder dass ihr hier eine Nachricht von diesem Menschen bekommt, wie ebenso natürlich möglich ist, das mag euch im ersten Moment rätselhaft sein, aber zugleich auch gefallen, würde ich fast schon sagen. Wunscherfüllung, Heilung, etwas, was euch gut tut, ist hier drin dargestellt, auch wenn ihr nicht ganz versteht, warum passiert das jetzt? Fühlt es sich gut an? Und auch hier in der Spiegelung zu den 9 der Münzen kann man die Beweggründe jenes Menschen, sei es jetzt das Zögern, sei es aber auch das jetzige in die Gänge kommen, im ersten Moment nicht ganz nachvollziehen. Da heißt es dann wieder, mehr darüber nachzudenken. Der Stamm, ich habe es vorhin schon ungefähr angerissen, es bezieht sich hier auf euch beide und auf diese Verbindung, die ihr habt, auf dieses Fundament, das ihr habt und zu einer gegebenen Zeit auch schon errichtet habt. Es könnte hier jetzt darum gehen, wie man diesbezüglich weitermacht, ob man darauf aufbaut, ob man das Ganze neu kreiert oder ob man das einfach stehen lässt. Der Stamm, wie gesagt, die Wurzeln, der Ursprung, es geht hier um etwas, was bereits passiert ist und wie man nun mit diesen Konsequenzen umgeht, beziehungsweise was darauf basierend passiert. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Mit dem Ritter der Kelche hier und hier habt ihr definitiv hier eine längere Zeitspanne,
die dieses Szenario hier umfassen könnte. Es könnte sein, dass dieser Mensch sich nicht nur einmal versucht, bei euch zu melden, sich sondern mehrmals bei euch meldet. Ne? Er ist ja hier weiterhin vertreten. Es kann sein, dass ihr wieder einen engeren oder intensiveren Kontakt haben werdet. Definitiv spielt auch dieser Mensch in der Zukunft eine ganz gewisse Rolle. Und da ich auch schon das Rad des Schicksals habe, möchte ich fast schon sagen, euch und diesen Menschen hier ist ein ganz bestimmter Weg vorbestimmt. Und dieses Wort Bestimmung, ich denke, die allermeisten von euch wissen, was damit gemeint ist. Ich möchte mir, wie gesagt, diese drei Karten jetzt im Outcome, im weiterführenden Reading genauer anschauen. Hoffe hierüber noch mehr zu erfahren, noch mehr Details nennen zu können, noch tiefere Einblicke gewährleisten zu können. Und liebe Wagen, sollte dieses Szenario hier auf euch zutreffen, ich meine, sicherlich werdet ihr nicht wissen, ob jetzt da so ein Mensch kommt oder nicht, aber fühlt ihr, dass ihr in dieser Situation seid? Spürt ihr die Resonanz? Würdet ihr sagen, ja, die Situation kenne ich? Könnt ihr euch natürlich gerne das weiterführende Reading ansehen. In der Infobox unten, der erste Link direkt würde euch dorthin führen. Ist natürlich kein Muss, diesem Angebot nachzugehen. Ich wünsche euch unabhängig von diesem Reading einen schönen Juni. Bleibt vor allem gesund und stabil. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und bis dahin, macht es gut.